Woran erkennt man eigentlich eine Diktatur? Nun, ich denke, ein Hauptkriterium ist, dass es eine echte Opposition gibt und darüber hinaus, wie mit dieser Opposition umgegangen wird. So gesehen war die DDR sicherlich eine Diktatur. So gesehen ist aber sicherlich auch die Bundesrepublik von heute keine lupenreine Demokratie, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen auch zeigen, woran man das tagtäglich sieht und wir das tagtäglich erfahren. Wir haben für die morgige Debatte 5 konkrete Anträge vorgelegt, wollten Sie eigentlich zu den Haupttagesordnungspunkten hinzustellen. Das haben Sie abgelehnt, obwohl diese Anträge thematisch alle sehr gut dazu gepasst hätten. Aber wissen Sie was? Uns verwundert das auch nicht mehr, weil das passt ins Konzept. Genauso wie Sie das hinzustellen, unsere Anträge ablehnen.